Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Infoabend zum Thema Bachelor of Creative Media. Eigentlich heißt es ja Bachelor of Science in Creative Media. Eine Sache, die es an der Leak Akademie durchaus ja schon seit mehr als 10 Jahren gibt, in einer Kooperation mit der Triagon Akademie in Deutschland und Malta. Und es gibt aber jetzt Änderungen, Neuerungen zu diesem Top-Up-Bachelor-Studium der Triagon Akademie. Das heißt, es gibt neue Wege und neue Optionen. Sie können jederzeit Ihre Fragen in den Chat schreiben. Ich habe eine kurze Präsentation vorbereitet. Es wird nicht lange dauern, etwa 15 Minuten. Und dann können wir auch sehr gerne live plaudern. Also Fragen in den Chat oder Mikro schreiben, dann öffne ich Ihren Zugang für die Live-Fragerunde im Anschluss an die Präsentation. Die Triagon Akademie bietet eben diesen Bachelor of Creative Media an, indem man in einem Jahr diesen Bachelor of Science in Creative Media ohne Abitur, ohne Matura machen kann, flexibel neben dem Beruf. Modularbeiten zu den Themen aus der Praxis. Eine intensive Betreuung findet statt. Und was das Wesentliche ist, es ist ein Top-Up-Bachelor, der online durchgeführt wird. Und jetzt ganz, ganz wichtig, was braucht es denn oder in welchen Bereichen können Sie diesen Bachelor of Creative Media an der Triagon Akademie absolvieren? Die Leak Akademie hat nur eine Kooperation mit der Triagon. Das heißt, die Zugangsvoraussetzungen werden durch verschiedene Kurskombinationen von uns, von der Leak erfüllt. Den Bachelor machen Sie dann bei der Triagon Akademie. Diese Voraussetzungen möchte ich Ihnen heute präsentieren. Und vor allen Dingen, was jetzt brandneu ist seit diesem Herbst, dass es nicht nur wie bisher den Bereich Fotografie gibt, sondern inzwischen gibt es 4 Optionen, diesen Bachelor of Science in Creative Media zu machen. Nämlich wie bisher in der Fotografie Bachelor of Science Creative Media with Photography. Also das ist der Bachelor für den Bereich Fotografie. Ich habe dann in den weiteren Folien zu den einzelnen Punkten die genauen Erklärungen und Voraussetzungen. Im Bereich Film können Sie den Bachelor of Science in Creative Media with Film and Broadcasting machen als Top-Up-Studium. Sie hören mich nicht mehr. Ganz schlecht. Am besten kurz raus und rein. Dann sollte es klappen. Haben die anderen einen Ton? Das habe ich heute völlig vergessen. Das ist aber jetzt auch hart. Liegt es bei dir? Also wenn es nur bei einem ist, ist immer irgendwie das Internet hakt. Ja, dann kann man es ganz leicht lösen. Raus und rein, dann sollte es klappen. Ich rede ein bisschen im Kreis, bis Sie wieder da sind. Schauen wir mal, ob die Verstärkung schon wieder da ist. Und ich zeige ein Testbild inzwischen. Okay. Danke, dass ihr alles so zahlreich reingeschrieben habt. Ich hatte gestern einen Infoabend zum Thema Social Media. Da wollte nicht mal mehr die Frage beantworten, ob der Ton da ist. Also, sehr, sehr stille Gruppe. Okay, also Fotografie ist nichts Neues, denn gibt schon seit Ewigkeiten und neu. Ja, jetzt ist die Frau Stürm da. Geht wieder. Perfekt. Film, Bachelor of Science in Creative Media and with Film and Broadcasting. Dann gibt es neue Tontechnik. Das ist der Bachelor of Science in Creative Media with Audio Engineering. Auch als Top-Up, alles ist Top-Up. Und Mediendesign, Bachelor of Science in Creative Media with Design. Hier geht es um klassisches grafisches Arbeiten, um Desktop Publishing, um Webdesignen etc. So, jetzt zu den einzelnen Punkten. Ich drücke da die falsche Taste. Einen schönen guten Morgen. Das ist doch schön. Sie sehen, Amerika. Sie schauen aus Amerika zu. Da ist gerade Morgen. Verstehe.
Bachelor, also ich sage jetzt nicht mehr die ganze Wurst mit of Science, bla bla bla, sondern ich kürze ab, Bachelor Fotografie, Zulassungsvoraussetzungen. Zulassungsvoraussetzungen sind auf der Webseite der Triagon Akademie festzustellen, ich habe es hier rauskopiert. Students enrolling in this program must at least have a higher national diploma at MQF level 5 with 120 ECTS in creative media or cognate area of study or equivalent. Und da kommen wir jetzt ins Spiel. Triagon sagt mal prinzipiell, das bedeutet, Sie können ohne Abitur studieren. Es ist eine fachbereichsbezogene Ausbildung erforderlich. Das sind wir, die LIG. Das Mindestalter ist 21 Jahre. Und für den Bachelor sind Deutsch- und Englischkenntnisse im B2 erforderlich. Sie werden sehen, das ist überall das Gleiche bei denen. Das bedeutet, es geht eben um the area of study or equivalent. Das bedeutet, wenn Sie, und das haben die meisten von Ihnen, entweder die Vollzeitausbildung Fotografie, Film und Mediendesign 2 Semester absolviert oder den Diplomlehrgang Fotografie und oder den Diplomlehrgang Fotodesign. Gut wäre beides, Fotografie und Fotodesign. Wir können es aber über verschiedene Praxisgeschichten abwickeln, dass diese Voraussetzung reicht, plus die Meisterklasse Fotografie. Die Meisterklasse Fotografie gibt schon lange, die hat jetzt gerade gestartet. Also die Voraussetzung für den Bachelor sind immer 2 Jahre an der LIG. Dann können Sie zur Triagon gehen, um diesen Bachelor of Creative Media zu machen. Also Bachelor Fotografie bedeutet, nach 2 Semestern DFO und oder FDS oder Vollzeitschule besuchen Sie die Meisterklasse Fotografie. Hier wird von der Triagon Akademie ein Jahr vorgeschrieben. Was bedeutet das? Wie Sie ja wissen, wir haben klassisch die Semester, meistens September bis Juni. Das ist kein Jahr. Deswegen gibt es eben die Diplomarbeit, die es eh immer schon gibt in der Meisterklasse, aber wir machen einfach das Abgabedatum so, dass es ein Jahr ist. Das bedeutet auch ab sofort, Sie können jederzeit beginnen. Sie können jederzeit in den laufenden Kurs einsteigen, der ist immer freitagabends die Theorie und meist Samstag oder Sonntag die Praxis. Es ist ein Online-Face-to-Face-Studium mit 20 Kurstagen oder Kursabenden. Von diesen 20 Kursabenden sind 6 Praxistage vor Ort. Auch das lässt sich online lösen, wenn Sie nicht in Wien zu Hause sind. Sprich, die Dauer von 2 Semestern wird für die Bachelor-Geschichte auf ein Jahr ausgedehnt. Sie geben einfach die Diplomarbeit, die Sie sowieso machen, in der Meisterklasse Fotografie entsprechend unter Anführungszeichen spät ab. Und die Kosten sind das gleiche. Die Meisterklasse kostet 1290 Euro pro Semester. Das ist eh nichts Neues. Dies ist die Zulassungserfordernis für den Bachelor of Science in Creative Media with Photography an der Triagon Akademie. Ich glaube, ich habe noch eine Folie, wo der Link ist. 2 Semester LIG Meisterklasse. Fotografie inklusive Diplomarbeit ist ein Jahr und es gibt ja auf der Webseite, ohne dies die Meisterklasse Digitale Fotografie, aktuell den Jahrgang 27. Der hat gerade letztes Wochenende begonnen, Freitag, Samstag, aber das ist völlig egal. Sie können jederzeit einsteigen, ich glaube am kommenden Wochenende ist schon wieder was oder erst in 3 Wochen und das ist nicht chronologisch aufbauend, sondern man kann hier jederzeit einsteigen. Sie müssen sich, wenn Sie sich anmelden wollen, für den jetzt laufenden Kurs anmelden und eine E-Mail nachschicken, dass Sie das für den Bachelor benötigen und deswegen jederzeit einsteigen können. Okay, das ist immer meine Trennfolie zwischen den verschiedenen Bereichen. Gibt es zur Fotografie eine Frage?
Dann mache ich mit Film weiter. Also die Kombination, zwei Semester DFO und Meisterklasse, gibt es eh schon ewig. Neu ist jetzt für den Bachelor im Bereich Film. Ich habe nur wieder die Folie rein, weil das ist das, immer das Gleiche bei dieser Trigon Akademie, Studieren ohne Abitur, fachbezogene Ausbildung erforderlich, Mindestjahre 21 Jahre, Deutsch- und Englischkenntnisse. Das bedeutet, mit nur dem Diplomlehrgang Filmen oder nur der Vollzeitausbildung Film, Fotografie und Medien geht es nicht. Aber das ist die Basis, dass Sie jetzt aufbauend darauf die Masterclass Film, die ein Jahr dauert, besuchen. Und die ist so neu, die gibt es sogar nicht im Internet. Wir werden sie diese Woche online stellen. Masterclass Film baut auf dem, was Sie im jetzigen Diplomlehrgang gelernt haben. Auch hier, Sie können jederzeit beginnen oder es ist die klassische Beginnzeit im Oktober und im März in der Live-Version. Es ist auch online, face-to-face. Es hat 12 Einheiten mit 2 Praxistagen. Also alle, die von Ihnen Film gemacht haben, kennen das. Da waren 3 Praxistage vor Ort. Bei der Masterclass, das ist aufbauend, sind 2 Praxistage. Die Dauer ist ein Jahr, sprich 2 Semester. Und das ist dann die Zulassungserfordernis, die erfüllt wird für Creative Media with Film and Broadcasting. 2 Semester Masterclass Film inklusive Diplomarbeit ist gleich ein Jahr. Intern behandeln wir es als 2 Semester. Sie haben 5 Live-Kurstage pro Semester. Es ist ein Flipped Classroom, so wie Sie es kennen. Und Sie haben zusätzlich optional 2-mal im Monat ein Live-Dozenten-Meeting für Hilfestellungen und Fragen. Ganz wesentlich, es gibt keine Klausuren und keine Aufgaben. Sie arbeiten in diesen 2 Semestern an Ihrer Diplomarbeit als Filmemacher, Filmemacherin. So, Moment, ich gehe mal hier. Lassen Sie mich kurz diese Masterclass Filmen fertig machen und dann gehe ich auf die Frage und auf eine Frage ein. Masterclass Filmen wird die Inhalte haben, kommt Ende der Woche auf der Webseite. AI für Kreative, Premiere Aufbau, After Effects Aufbau, Audition Aufbau und Marketing für Filmerinnen. €980 pro Semester, also wie ein klassischer Diplomlehrgang an der LIG. Sie können beginnen im Wintersemester im Oktober oder im Sommersemester im März. Oder jederzeit online on demand. So, die Frage, gibt es für den Bachelor in Fotografie ein Curriculum oder ist so etwas da noch oder sowas da noch, was da gelernt wird? Ja, warten Sie, ich kopiere Ihnen das. Das finden Sie bei uns auf der Webseite, den Lehrplan zum Masterclass. Ich habe jetzt gerade auf der Taste die Termine, aber auch hier in den Terminen ist der Lehrplan. Ich kopiere Ihnen geschwind den Lehrplan auch nochmal raus. Curriculum Masterklasse Fotografie. Okay, hier habe ich es. Kleinen Moment. Es ist zu viel, dass ich das Ganze kopiere, deswegen kopiere ich es rein. Ah, okay. Sie meinen dann bei der Trigon Akademie oder bei uns in der Meisterklasse? Ah, bei der Trigon. Warte, ich habe irgendwo die Trigon-Seite offen gehabt. Oh, hier. Hier ist die Trigon-Seite für die Bachelor-Geschichte für die Fotografen. Wir haben 2 Leute, die das in den letzten Jahren absolviert haben.
Gegebenenfalls kann ich da auch einen Kontakt mal herstellen. Okay, dann, was offenbar bei der Trigon gerade am beliebtesten ist, ist der Bachelor in der Tontechnik. Das heißt, wieder dieselbe Geschichte, habe ich jetzt eins überblättert, nein, wieder dieselbe Geschichte, studieren ohne Abitur, bla bla bla. Und hier ist es das Gleiche wie beim Filmen. Das heißt, wenn Sie den Diplomlehrgang Filmen gemacht haben und jetzt die Masterclass Film besuchen, dann haben Sie die Zulassungsvoraussetzungen sowohl fürs Filmen als auch für den Bachelor of Science in Creative Media with Audio Engineering. Das heißt, Masterclass Film nach dem Filmen berechtigt Sie entweder Filmen oder Tontechnik bei der Trigon im Bachelor zu besuchen. Deswegen habe ich hier auch die Folien nicht alle rein, sondern nur eine, weil es ist genau das Gleiche, was wir gerade hatten beim Filmen. Sie besuchen die Masterclass Filmen im Anschluss an die zwei Semester. Und das 1, 2, 3, 4, das vierte und letzte richtet sich an diejenigen von Ihnen, die Mediendesign gemacht haben oder Mediengestaltung oder Vollzeitausbildung, Fotografie, Film und Medien. Das heißt, Sie können den Bachelor of Science in Creative Media with Design, so heißt er ganz genau, bei der Trigon Akademie besuchen, wenn Sie den Diplomlehrgang Mediendesign oder Vollzeitausbildung besucht haben und jetzt oder demnächst Masterclass Mediendesign ein Jahr besuchen. Versuch. Ja, Sie brauchen zwei Semester Ausbildung plus jetzt diese Masterclass. Also in Summe müssen Sie 2 Jahre an der LIC eine Ausbildung gemacht haben, damit sie zur Trigon zugelassen werden. Und deswegen haben wir jetzt neu diese Aufbaukurse installiert, weil eben Fotografie gab es schon, da war es eh immer mit dem Aufbaukurs und jetzt gibt es die Aufbaukurse fürs Filmen und für Mediendesign, sprich beim Filmen ist es Bachelor Film und Bachelor Tontechnik. Okay, auch hier ist es so, dass ein Jahr 12 Face-to-Face-Studieneinheiten, das heißt 2 Semester, und im Detail ist es dann ein Jahr mit der Diplomarbeit, 5 Live-Kurstage pro Semester, Flipped Classroom, optional 2-mal im Monat Live-Dozenten-Meeting, keine Klausuren, keine Aufgaben. Sie erstellen Ihre Diplomarbeit Mediendesign für Print oder Web und Web, meinetwegen. Tipp von mir, wenn Sie zum Beispiel Mediengestaltung gemacht haben und schon die Projektarbeit Mediengestaltung haben, dann überarbeiten Sie die und können die auch verwenden. Ich gehe sofort auf die Fragen ein. Masterclass Mediendesign Inhalte hat AI, Artificial Intelligence für Kreative, mit Peter Obermoser, 3D für Grafikerinnen, InDesign Aufbau, Illustrator Aufbau und Marketing für Mediendesigner als Hauptinhalte. Lassen Sie mich das kurz fertig machen, dann gehe ich auf die Fragen ein, die es hier noch gibt. Masterclass Mediendesign ist wieder Diplomlehrgang, 980 Euro im Semester. Wintersemester Oktober oder Sommersemester März anfangen oder jederzeit on demand. 2 Folien habe ich noch, nämlich das Ganze wird es auch auf Englisch geben. Aber jetzt versuche ich Ihre Fragen einzugehen. So, wird Masterclass Mediendesign auch von DigiWinner finanziert? Ich denke ja. Ja, also wir sind gerade dabei, wir arbeiten am Webauftritt. Es wird bis Ende der Woche
Das, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, die Masterclass Filmen und die Masterclass Mediendesign auch im Internet zu sehen geben, mit allen Inhalten, mit allen Terminen, mit allen Voraussetzungen. Und ja, es ist identisch quasi, es ist, wenn Sie so wollen, nur vom Wording anders, aber es ist eine Mediendesign-Aufbaugeschichte und es ist eine Filmaufbaugeschichte. Wie sieht es aus, wenn man zusätzlich zu MD On Demand noch SMM und OM gemacht haben? Nein, das hilft jetzt nichts, weil ich habe mit dem Dekan der Trigon Akademie lange telefoniert, vor 2 Wochen. Horst Haubrich sitzt in München, ich treffe ihn auch übernächste Woche persönlich. Weil ich habe gesagt, Moment Leute, wir haben Menschen, die besuchen Vollzeitausbildung und machen gleichzeitig 3 Lehrgänge. Und er sagt, das hilft nichts, es darf nicht innerhalb eines Jahres sein. Also die haben diese Vorschriften von der Behörde, dass sie nur Leute zulassen dürfen, die 2 Jahre Ausbildung hinter sich haben. AI und 3D ist was Neues. Ja, wir haben neun Dozenten. Peter Obermoser ist jetzt auch fix im Team, unterrichtet schon seit einer Woche. Und da gibt es 2 neue Moduleinheiten, nämlich KI oder AI, wie Sie wollen, und 3D, weil das das Entscheidende ist. Die Frage nach dem Triagon Bachelor, ich kopiere Ihnen auch den Film Bachelor Link rein. Ich weiß es im Detail nicht. Die haben irgendwelche Finanzierungsmodelle und sie starten immer im November des Jahres. Warten Sie, ob ich da ganz kurz irgendwo die Preise finde. Nein, ich kopiere es Ihnen in den Link jetzt rein. Da gibt es nämlich überall Anklicken für Info, Anklicken für Beratung und Kontakt. Und das Wesentlichste ist, wenn Sie Beratung und Kontakt dort machen, dann müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie bei der LIG das besuchen und dass Sie eben dieses 2. Jahr auch machen. Jetzt weiß ich nicht mehr, welchen haben wir jetzt reinkopiert, weil ich wollte Ihnen den vollständigen, das war Film, okay, ich kopiere Ihnen noch den MD und vielleicht findet es jemand auf die Schnelle. Okay. Wenn die Kurse hintereinander gemacht würden, das ist ein interessanter Zugang. Das heißt, Sie haben quasi 3 Jahre, Frau Schuster, an der LIG verbracht und Fotodesign gemacht und dann FDS und dann Mediendesign. Ja. Also nein, ich sehe gerade, das war die Kombination 2017 und dann 1, also 2 Jahre auf alle Fälle. Nein, es klappt nicht, weil die Kombination Fotografie mit Mediendesign lassen Sie uns nicht zu. Sie können es probieren. Ja, also gegen Probieren funktioniert gar nichts, aber spricht gar nichts. Aber ich weiß, ich habe ihn gefragt, was ist, wenn man das gleichzeitig gemacht hat. Und Sie haben zwar hintereinander 2 Ausbildungen gemacht. Aber es geht für die Mediendesign-Bachelor-Geschichte nicht und es geht für die Fotografie-Bachelor-Geschichte nicht. Also Sie brauchen Sie müssen sich auf eines festlegen. Also Sie können auch 2 Bachelor machen, nehme ich an, das ist kein Problem. Aber Sie müssen, wenn Sie zum Beispiel entscheiden, ich will den Bachelor fürs Fotografieren machen, ich sage das jetzt sehr landläufig, diese langen Bezeichnungen haben Sie gehört jetzt zur Gänze, dann brauchen Sie DFO und Meisterklasse und wenn Sie Mediendesign machen, dann brauchen Sie Mediendesign und Mediendesign Masterclass. Das ist der Grund, warum wir jetzt extra diese Masterclass einführen, vor allen Dingen zeitgerecht einführen, damit keine Wartezeiten entstehen, weil Triagon fängt immer nur im Herbst an, sprich im November. Und deswegen hauen wir, wenn Sie so wollen, am Wochenende das Ganze schon online raus und Sie können sich anmelden, damit Sie hier keinen Zeitverlust haben.
Ja klar, für uns gilt ja das nicht. Dieses Alter ist ja nur bei der Triagon dann. Und ich habe zum Beispiel war 16 Jahre alt oder 17 Jahre alt, als er bei uns in der Vollzeitschule begonnen hat. Und mit 18 hat er dann die Meisterklasse besucht. Wie er fertig war er 18,5 sozusagen. Da hat ihn wollte eine Lehrabschlussprüfung machen, die haben ihn auch noch nicht zugelassen. Und der hat halt einfach gewartet, bis er 21 ist, und jetzt ist er bei der Triagon Akademie seit diesem Herbst, weil das verfällt ja nicht. Ja, aber das Alter ist auch eine Voraussetzung. Gut. Ja, für den Bachelor of Creative Media müssen Sie sich direkt bei der Triagon anmelden. Aber Sie können sich mit denen in Verbindung setzen und sagen, ja, liegt, und ja, sie machen das zweite Jahr, aber man wird sie vorher nicht reinlassen. Okay, Film 7500 sehe ich. Okay, ich weiß nicht, ob die anderen das gleiche ist. Ich habe Mediendesign gemacht. Ja, die Masterclass Mediendesign passt für Sie, Diana. Ja, so ist es. Also, was wir gerade machen, ist, dass wir Lehrgänge installieren, die wir sowieso in der Schublade hatten, weil es immer wieder Anfragen gab, vor allen Dingen im Filmen. Gibt es hier nicht eine Möglichkeit einer Fortführung, eines Intensivieren des Ganzen? Und wie gesagt, jetzt reagieren wir auf das, dass es neu diese Bachelors fürs Filmen und fürs Ton und für Mediendesign gibt. Und wir versuchen hier so rasch wie möglich anzubieten. Und wenn Sie es wirklich interessiert, spätestens Montag ist alles online, und sollten die Formulare noch nicht klappen, schreiben Sie eine E-Mail, und wir können sofort einen Kostenvoranschlag für die Förderstellen machen. Genau, ja. Sie brauchen, um es sehr, sehr pauschal und sehr vereinfacht zu sagen, Sie brauchen 2 Jahre zu einem Inhalt an der Liga Akademie, dass Sie an der Triagon diesen Bachelor of Creative Media machen können. Aber letztendlich ist es, in Summe sind es dann 3 Jahre, bis Sie fertig sind. Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit einem Studium, ist das eine sehr geniale Geschichte. Okay, haben Sie noch Fragen oder will wer mit mir reden? Wenn Sie Mikro schreiben, können Sie mit mir reden. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, wie ist die Einschätzung Jobs am Markt mit der Meisterklasse MD? Oh mein Gott, ich bin da gerade der absolut schlechte Ansprechpartner, weil ich seit über einem Jahr im Ausland sitze und den Markt gerade gar nicht kennen. Aber ich glaube, also gerade mit diesen Bachelors, da gibt es nicht allzu viele, die das wirklich studiert haben. Gut. Vielen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Schauen Sie auf der Webseite. Am Wochenende wird es online sein. Ich schreibe dann auch einen Blog dazu, beziehungsweise ich werde auch noch über Moodle informieren. Und dann gibt es schon die Anmeldemöglichkeit, und ich hoffe, dass wir da gleich durchstarten können und Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie die Basis haben, mit dem Bachelor weiterzumachen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Gute und Liebe. Danke. Danke für Ihre Zeit. Auf Wiederschauen.